Am 1. Juli tritt das sogenannte Gesetz zur Sicherheit der Bürger in Kraft. Wir haben schon mehrfach darüber berichtet. Ralf, zusammengefasst, was kommt da auf Spanien, auf die sozialen Bewegungen in Spanien zu? Das ist jetzt also ein Gesetz, das jetzt sich nicht konkret auf Streiks richtet, sondern auf allgemeine Proteste. Auch antwortet bisweilen ein Stück weit auf die Tatsache, dass die Gerichte ja völlig überlastet sind, indem es bestimmte sogar Straftatbestände, die bisher da waren, rausnimmt, zu reinen administrativen Vorgängen macht. Allerdings sind diese administrativen Vorgänge dann zum Beispiel Beteiligung an einer nicht angemeldeten, spontanen oder verbotenen Demonstration, Beteiligung an der Sitzblockade oder die Aufnahmen, Fotografieren oder Videoaufnahmen von Polizisten, die gerade die Leute zusammendreschen. Wenn man sowas tut, kann man demnächst, also ab dem 1. Juli dann, Geldstrafen auf administrativer Ebene von bis zu 600.000 Euro bekommen. Da geht es halt darum, dass die sozialen Proteste quasi ökonomisch platt gemacht werden sollen und gleichzeitig versucht wird, die Gerichte damit zu entlassen, indem man das rein über Strafbefehle macht. Und die andere Ebene ist natürlich, dass da auch noch geplant ist, insgesamt dieses Streikrecht weiter zu verschärfen, das ist ja auch wie dieses absurde Gesetz, das klingt ja schon Orwell-mäßig, Gesetz zum Schutz der Bürger, also die alle, selbst Richter, die das für völlig absurd halten, die auch gegen dieses Gesetz oder auch gegen die ganzen Strafrechtsverschärfungen da schon selbst gestreikt haben, sagen halt, das ist kein Gesetz zum Schutz der Bürger, sondern das ist ein Gesetz zum Schutz der Politiker. Und so ist auch das Streikrecht, was da verschärft werden soll, geht in die Richtung, dass die das Recht auf Arbeit garantieren wollen. Also quasi diese Streikposten sind also ganz böse, weil die verhindern, dass andere zur Arbeit gehen. Ja, und das soll dann halt auch härter bestraft werden. Da kommt also noch einiges auf Spanien zu. Wobei man abwarten muss, ob dieses Gesetz noch durchgeht, beziehungsweise ob dieses Gesetz auch zum Schutz der Bürger ab November, wenn ja vermutlich eine neue Regierung kommt, noch schnell wieder abgeschafft wird, weil das sowas von absurd ist. Da können noch nicht mal die Sozialdemokraten in Spanien mit. Und neben von den dir ausgeführten Punkten sollen, glaube ich, auch sogenannte Pushback-Operationen der Polizei, zum Beispiel in Melilla und Ceuta, also Abschiebung ohne die Chance auf das Stellen eines Asylantrags, mit diesem Gesetz jetzt legalisiert werden. Ja, das wurde noch so schnell unten reingeschoben. Das verstößt natürlich gegen alles. Also das verstößt sowohl gegen die spanische Verfassung, das verstößt gegen europäische Normen, dass ein Flüchtling, der ein Land, also ein Mitgliedsland von Europa betreten hat, natürlich das Recht hat auf ein ordentliches Verfahren, also Betreuung durch einen Anwalt, auf Übersetzung und so weiter. Alles das wird schon jetzt missachtet und Spanien versucht das jetzt im Prinzip nachträglich zu legalisieren, was bisher schon Praxis ist. Aber da hat sich sogar die EU eingemischt und schon mal angemerkt, dass das eigentlich gegen EU-Normen verstößt. Ralf, neben der von dir jetzt schon ein bisschen angedeuteten Hoffnung, dass eventuell ein Regierungswechsel stattfinden wird, eventuell sogar Podemos da zum Zug kommt. Wir werden dann gucken, ob da wirklich Verbesserungen rauskommen dann. Neben dieser Hoffnung, wie bereitet sich Spanien, wie bereiten sich die sozialen Bewegungen in Spanien, zum Beispiel die Plattform der Zwangsräumungsopfer, auf dieses Gesetz zur Sicherheit der Bürger vor? Es ist ja schon klar insgesamt, also wir haben ja bei den Wahlen, bei den Regionalwahlen vor allen Dingen in 13 von 17 Regionen einen deutlichen Umschwung erlebt in den letzten Monaten. Wir haben jetzt zum Beispiel ja die ehemalige Sprecherin der Plattform der Hypothekenbetroffenen, die ja jetzt Bürgermeisterin von Barcelona ist, die zum Beispiel im Fall von zwei Studenten, die am Generalstreik 2012 auch angeschuldigt wurden, sie hätten da an irgendwelchen Auseinandersetzungen mit der Polizei teilgenommen. Da gab es auch ein bisschen Sachschaden. Die sollten für knapp 9 Jahre in den Knast. Da hat die Bürgermeisterin jetzt mal die Strafanzeige des früheren Bürgermeisters zurückgenommen und auch an die Regionalregierung appelliert, diese Strafanzeige zurückzunehmen. Die haben jetzt dort, wo die Bürgerkandidaturen wie die von Podemos unterstützten
Kandidaturen bei den Kommunalwahlen heißen, haben die in den Städten, in denen sie regieren, schon Zwangsräumungen gestoppt oder verhindert. Und von daher ist in die Richtung eigentlich jetzt so ein bisschen die Logik zu sagen, halt, ja, wir können jetzt stärker auch von institutioneller Ebene die Situation verändern. Und das ist natürlich auch dann die Hoffnung, dass man zumindest mal es schafft, auch bei den Parlamentswahlen dafür zu sorgen, dass diese, man muss sie ja leider postfaschistische Volkspartei nennen, die sich auch nie von Diktatur und Putsch distanziert hat, mit ihren völlig autokratischen Ticks, wie sich ja in den Gesetzesverschärfungen, auch in der Anwendung von bestimmten Gesetzen zeigt, dass die abgewählt waren und dann eine neue Situation entsteht, wo man über Fragen wie Repression oder ob man alle sozialen Bewegungen versucht, mit Repression platt zu machen oder ob man doch vielleicht versucht, eine andere Politik zu machen, dass diese Bewegungen vielleicht gar nicht entstehen müssen. Das wird dann sicher, also da wird sicher mehr Hoffnung reingesetzt. Wir bleiben auf jeden Fall am Ball. Soweit Ralf Streck, unser Spanien-Korrespondent zur Repression gegen soziale Bewegungen in Spanien.